Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Plasma Active installiert, beziehungsweise wir wollen erstmal den USB-Stick vorbereiten, mit dem wir die Installation durchführen wollen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal einen USB-Stick mit mindestens 2 GB Speicher und ich habe jetzt hier einen mit 8 GB, das geht auch, und jetzt wollen wir es vorbereiten. Warum wir jetzt keine DVD benutzen und ein DVD-Laufwerk per USB anschließen, ist ganz einfach. Ein USB-Stick ist wesentlich schneller als ein USB-Laufwerk. Um das jetzt durchzuführen, brauchen wir eigentlich nur noch ein Terminal zu öffnen. Und in diesem Terminal müssen wir jetzt reinwechseln. Dann müssen wir jetzt erstmal natürlich die Datei runterladen, die wir auf den USB-Stick ziehen wollen. Und das geht ganz einfach. Im Terminal gibt es dafür einen Befehl. Wir könnten das jetzt auch grafisch machen. Aber da wir sowieso im Terminal arbeiten müssen, geht so schneller. Wir geben ein wget-c und jetzt die Adresse. Die Adresse, die ändert sich möglicherweise in der Zukunft. Immer nämlich dann, wenn die Grundversion, auf der der Plasma Active hier mit Balsam Professional zusammenarbeitet, also die Grundversion von Balsam, sich ändert, oder OpenSUSE, ist dasselbe. Immer dann wird sich die Adresse ändern. Das seht ihr nämlich gleich warum. Gibt jetzt erstmal ein http://download.openslx so minus slx.de/iso/12.1. Hier seht ihr jetzt, wenn nämlich das 12.2 rauskommt, ändert sich die Adresse. Und dann Plasma Active 2.iso. Das ist im Moment immer die aktuelle Plasma Active 2 Version. Die wird dann einfach immer umbenannt. Das könnt ihr jetzt mit Enter bestätigen. Und dann wird es heruntergeladen. Deswegen eventuell die Adresse immer bei OpenSLX nachgucken, da steht dann immer die aktuelle. So, jetzt warten wir, bis heruntergeladen ist. Bei mir dauert das leider über eine Stunde. So, wenn es jetzt heruntergeladen wurde, nach einiger Zeit, dann ist es jetzt relativ einfach, was wir jetzt zu machen haben. Und zwar nehmen wir unseren USB-Stick, noch nicht einstecken. Jetzt geben wir einfach mal ein folgendes. Und zwar geben wir jetzt mal Super-User-Rechte, dazu geben wir ein SU, Enter und dann das Passwort. So, jetzt geben wir folgenden Befehl ein. tail-f/var/log/messages. Kommt sowas, das soll auch so sein. Interessiert uns aber nicht, wir stecken jetzt den USB-Stick ein. Jetzt kommt eine Reihe von komischen Nachrichten, die uns aber auch nicht interessieren. So, wenn diese Nachricht erscheint, ist erstmal alles in Ordnung. Wir sehen hier ist SDB1 als letzte Info. Das heißt, der Stick ist jetzt im Port SDB1. Jetzt drücken wir Strick, also Strick eigentlich weniger Steuerung und C, und jetzt sehen wir, es wurde hier diese Ausgabe beendet. Jetzt geben wir folgenden Befehl ein, und zwar dd, nicht ss, dd, dd Leerzeichen if, also Input File, gleich Name unserer ISO-Datei off gleich dev, also slash dev slash sdb, nicht sdb1, habe ich bereits mal ausprobiert, das hat bei mir nie funktioniert, nachher beim Booten mit dem WeTab. So, das bestätigen wir jetzt mit Enter. Einfach nur Enter drücken. Sobald das jetzt beendet ist, es dauert jetzt einige Zeit, weil das ziemlich groß ist. So, wir sehen, kopiert in 22 Sekunden, das ist das Rekord. Als nächstes geben wir folgendes ein, und zwar Sync. Und jetzt Eject. Das kommt bei euch nicht. Das ist jetzt nur bei mir ein Fehler. Sorry.
Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann ist es soweit fertig. Das heißt, ihr könnt den Stick jetzt rausziehen und bis zum nächsten Video, in dem es heißt Plasma Active installieren. In dem werde ich euch halt zeigen, wie ihr Plasma Active auf dem WeTab bootet und dann darauf installiert. Bis zum nächsten Video.